Es läuft gerade schlecht für die SPD, kann man sagen. Durch das Chaos um die Kanzlerkandidatur verstolpert die Partei den Wahlkampfauftakt. Die Genossinnen und Genossen, vor allem abseits der Parteispitze, sind sich uneins. Soll Boris Pistorius Kanzlerkandidat werden oder geht man doch mit Olaf Scholz ins Rennen? Der ist heute Vormittag wieder in Berlin gelandet, nachdem er 3 Tage auf dem G20-Gipfel in Brasilien als deutscher Bundeskanzler unterwegs war. Ja, in diesen 3 Tagen ist viel passiert. Teile der SPD-Basis und auch einflussreiche Landes- und Bundestagsabgeordnete distanzieren sich von Scholz, darunter auch führende Köpfe der NRW-SPD. Scholz selbst hat in den letzten Tagen mehrfach betont, dass er als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ziehen will. Problem Scholz. Er ist in Meinungsumfragen einer der unbeliebtesten Politiker überhaupt in Deutschland. Und unter ihm ist die Ampel gescheitert, inklusive persönlicher Abrechnung mit Finanzminister Christian Lindner. Die SPD-Alternative ist Boris Pistorius. Er ist Verteidigungsminister und in vielen Umfragen der beliebteste Politiker im Land. Problem Pistorius, viele wissen gar nicht so viel über ihn und vor allem, für was er steht. Wer etwas über Boris Pistorius erfahren will, der spricht am besten mit Dirk Köntop im SPD-Büro in Osnabrück-Schinkel. Vor fast 20 Jahren hat er ihn kennengelernt am Wahlkampfstand. Pistorius hat ihn überzeugt, in die SPD zu kommen. Als Mensch ist er sehr umgänglich, sehr geerdet, geht offen auf die Leute zu, diskutiert auch gerne mit den Leuten, nimmt sich also sehr viel Zeit. Und auch bei uns dann im Ortsverein auf Sitzungen war es immer eine lustige Runde. Nicht nur sein alter Weggefährte schwärmt. Pistorius ist aktuell der beliebteste Politiker in Deutschland. Doch warum eigentlich? Wofür steht Boris Pistorius? Aufschluss gibt seine Zeit in Niedersachsen. Dort war er erst Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Osnabrück, dann knapp 10 Jahre lang Innenminister. Angelika Henkel arbeitet beim Norddeutschen Rundfunk. Sie beobachtet ihn, seitdem er 2013 das Amt in Hannover übernommen hat. Innenminister Pistorius hat sich hier in Niedersachsen in Szene gesetzt als jemand, der hart vorgeht, wenn es darum ging, Islamisten abzuschieben zum Beispiel. Da war er einer der Ersten, der das durchgesetzt hat bundesweit. Gleichzeitig aber ist er nach Lesbos gefahren und hat dort seine weiche Seite, seine herzliche Seite gezeigt, wenn es um Migrationspolitik ging. Der Sozialdemokrat ist heimatverbunden und sieht sich an der Seite derjenigen, die nicht viel haben. In der Verteidigungs- und Ukraine-Politik aber ist er überhaupt nicht auf SPD-Kurs. Pistorius will Deutschland kriegstüchtig machen. Das klare politische Profil, das sich Boris Pistorius erarbeitet hat in der Innenpolitik und auch in der Bundeswehrpolitik, wo er eher konservativere Thesen vertritt, so klar weiß eigentlich niemand, wie er steht zu Klima, zu Umwelt, zu Wirtschaft oder auch zu sozialen Themen. Beruflich läuft es gut, privat muss er viel einstecken. 2015 stirbt seine Frau an Krebs. Für Schlagzeilen sorgt seine Beziehung mit Doris Schröder-Köpf, die Ex-Frau von Gerhard Schröder. Beide trennen sich 2022. Inzwischen hat er eine Politikwissenschaftlerin geheiratet. Pistorius pflegt sein Image mit medienwirksamen Auftritten, wie hier im ZDF-Sportstudio zusammen mit Prinz Harry. Beide setzen sich für im Dienst geschädigte Soldaten ein. Viele sehen in ihm den besseren SPD-Kanzlerkandidaten. Das Verteidigungsministerium hat er innerhalb kurzer Zeit auf Kurs gebracht. Ohne Skandale und in der Truppe ist er auch noch beliebt. In Osnabrück gibt es für seinen Weggefährten keinen Zweifel daran, wer in der SPD das Rennen machen soll. Wir haben natürlich einen Kanzler, der gut ist, aber sich nicht immer gut verkauft. Die Ampel hat einfach im Moment einen schlechten Ruf und wir bräuchten neuen Aufschwung in der Partei. Und wenn man natürlich den beliebtesten Politiker Deutschlands hat, dann sollte man auch mit ihm in den Wahlkampf ziehen. Boris Pistorius. Viele wissen gar nicht, wofür er steht. Und doch scheint das Momentum auf seiner Seite. Wenn er wirklich zupacken will, dann muss er jetzt aber auch klar sagen, ja, ich will. Also es bleibt spannend und wir haben noch viele Fragen. Eine davon stellen wir jetzt an Philipp Menn in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Philipp, lass uns über dieses Momentum sprechen. Wem nützt denn das gerade mehr, dass die SPD sich offenbar nicht entscheiden kann? Spielt die Zeit eher für Scholz oder doch Pistorius? Also tendenziell würde ich sagen, spielt die Zeit eher für den Bundeskanzler. Der ist heute aus Brasilien zurückgekommen.
und hält ganz offenbar fest an seiner Kanzlerschaft und auch an einer Kandidatur für die nächste Legislaturperiode. Und er hat die beiden wichtigsten Unterstützer in der SPD auf seiner Seite, nämlich die beiden Parteivorsitzenden, die sich auch heute nochmal für Scholz ausgesprochen haben. Und auf der anderen Seite bei den Pistorius-Anhängern, da wagte sich heute kein weiterer Prominenter mehr aus der Deckung, um den eigenen Favoriten mit öffentlichem Druck in eine bessere Position zu bringen. Aus dem Willy-Brandt-Haus hieß es heute, man werde das Ganze zeitnah entscheiden. Man habe einen Plan, wie dieser aber aussieht, das ist unklar. Und fest steht im Moment, dass am Montag die Parteigremien, der Vorstand sich treffen wird. Der könnte dann die Entscheidung fällen. Man kann diese Entscheidung aber sicherlich auch vorziehen, denn jeder weitere Tag, den diese Frage eben nicht geklärt ist, schädigt zum einen die SPD und auch ihren Kanzler. Danke für deine Einschätzung. Philipp Menn aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.